Okay, da ist der Eingang. Gut. Dann müssen wir die Treppe hoch. Gut. Oh, hi. Hab ich gleich gesehen. Ich habe mich nur auf unser neues Horrorgame vorbereitet, genau. Ja, das Horrorgame, das handelt über ein Haus. Ja, ein Haus. Hä? Ja. Und ich habe schon mal den Raumplan dafür studiert, dass wir da nicht so ganz, na, ihr wisst schon, hin und her albern. Korrekt, Digga. Genau. Und das Horrorgame, was wir heute spielen werden, heißt Sinistria. Ja. Ich weiß, ich kann nicht so schöne Intros machen, aber naja. Ach komm, scheiß drauf, Digga. Genau, das Horrorgame habe ich auch natürlich auf unserer schönen Horror-Webseite gefunden. Und ich habe es ein bisschen angezockt, nur um so mal einen groben Einblick zu bekommen. Und ich muss sagen, ich bin jetzt schon von der Atmosphäre überwältigt. Also, boah. Ich war, sagen wir mal, in der Minute drin und hatte schon direkt Gänsehaut. Aber ja, diesmal werden die Sounds hoffentlich nicht so laut sein. Das verspreche ich euch. Dann würde ich mal sagen, machen wir mal ein neues Spiel. Chapter 1, Nightmares. Kurze Sache, es ist natürlich auch erstmal eine Demo, das heißt, das ganze Spiel ist noch nicht draußen. Das heißt, ich weiß nicht, wie viele Chapters wir spielen können. Ich hoffe aber mal ein paar. Wir rufen jemanden an. Hallo. Oh, Arthur, ich bin Stuck. Was kann ich für dich tun? Ich wollte eigentlich nur den Anrufbeantworter abhören, also leg bitte auf, ich ruf nochmal an. Alles klar. Okay. Officer Mike here. I can't answer right now. Please leave a message. Ja, moin, Mike. I know it sounds crazy, but the town that comes up in my dreams really exists. Call me as soon as you can. Okay, also er hatte in seinem Traum von einer Stadt geträumt, die jetzt existiert jetzt wirklich. Oh, das war unsere Frau. Moin, was geht? Und wir trainieren anscheinend auch. Also, ja, okay. Wir stehen wahrscheinlich gerade von einem sehr heftigen Kater auf, so wie er seine Bierflasche da wegrollen lassen hat. Ja, trinken wir nicht so viel, mein Freundchen. Ist ja deine Frau schon direkt abgehauen. Das mögen Frauen natürlich nicht so gerne. Gut, also, natürlich auch eher so, ne, diese Unity-Grafik-Design. Also mit rechts kann man wieder zoomen, wunderschön, das mag ich sogar sehr gerne. Hier, guck dich an, Alter, sportlicher Typ. Push-Up-Grip, ja. Gut, was haben wir denn hier so rumliegen? Eine Bierflasche. Steht auch zufällig eine Marke drauf? Ach, tatsächlich. Radiance irgendwas. Ich denke mal, das ist Radler. Nein, nicht Radler. Ich denke mal, das ist so ein normales Pilz. Oh, naja, okay, gut. Ein Wunsch. Mensch, ich kann auch reden, wenn du das möchtest. Du musst mir nicht ein Zelt unter der Tür durchschieben. Also, ne? Naja, gut. Schauen wir uns hier mal weiter um. Oh, ist das ein... Schaut mal an. Ja, ich weiß, dass es ein Ball ist. Ich glaube, er ist verhext. Den fassen wir nicht mehr an, okay? Gut, ja. Ein Radio. CHF war doch immer für Schweden oder Schweiz? Soweit ich weiß. Mal schauen. Gut, was haben wir denn hier? Ein wunderschönes Bild. Bisschen pixelig, aber wunderschön. Schlüssel. Nehmen wir immer gerne mit. Schauen wir doch mal an, was sie uns denn hier hingelegt hat. My dear Nicholas. It was very hard for me to leave you, but I had to do it. I know how hard it was for you, but another day that passes is another day closer to seeing you again. And I wait for you in Sinistria with Lars Stephanie. Okay, Sinistria ist anscheinend eine Stadt. Gut zu wissen. Und sie verlässt uns einfach. Ist ja frech. Grab. Ich werfe es gegen den Propeller. Sehr unspektakulär. Okay, dann lasst uns mal... Wake up! Habe ich schon wieder ganz vergessen. Oh!
Jei. Wir hatten doch vorhin noch einen wunderschönen Propeller. Ich hab den gemocht. Jetzt haben wir eine ganz normale Lampe. Jetzt bin ich traurig. Oh, und das Bild von unserer Frau wurde ein bisschen dämonischer. Ja, sie sollte sich mal wieder schön machen. Okay, gut. Dann lass uns mal gucken. Oh, da steht sie. Hey! Stephanie! Steph! Wait! Verschwinde aber wie so ein Geist in Phosphophobia. Eine Zeitung. Missing Woman in Kansas City, Missouri. Eine Frau wird vermisst. Stephanie Gray, 27. Jetzt dreht doch mal die Zeitung richtig. 7-year-old woman from Katniss City, mysterious disappeared. Oh, sie ist einfach verschwunden. Since the idea of downtown. Okay, gut. This door is locked. Wahrscheinlich haben wir noch einen anderen Schlüssel bei uns im Zimmer. Schauen wir mal. Machen Sie die Tür auf. Ich könnte schwören, da war gerade noch ein Zimmer, oder? Ja, zumindest die Lampe ist gleich geblieben. Ne? Gut. Also. Ich wusste, dass das kommt. Ein wunderschöner Saal, muss man schon sagen, der mit Kerzen beleuchtet wird. Also das nenne ich mal Energie sparen. Okay, gut. Also was haben wir hier? Einen leckeren Apfel, kann ich den essen? Dankeschön. Happy, happy. Noch ein Zettel. The author started with the idea presented by Christopher in his book. Later he started his vision through paintings. Book paintings. Ja. Ein Painting haben wir hier. Eine wunderschöne Frau. Was können wir nehmen? Und ich werfe es in die Luft. Die Freude darauf zu sehen ist, die mag es anscheinend nicht umgeworfen zu werden, so wie die aussah. Moin Meister, was machen Sie denn gerade da? Kann ich Ihnen behilflich sein? I'm disgusted by the things that we will have to do. But it is the only chance to regain power. Okay, gut. Die Stimme erinnert mich voll an Amnesia, Ermeschen von Pix, da hat er doch auch so geredet. Gut, machen wir ein bisschen Licht an hier. Was haben wir hier? Noch mehr Zettel. Oh Gott, ich werde die aber nicht alle vorlesen, so wie im letzten Dings. Die Fire John this morning. What a love God, bla bla bla. Gott, Gott, Gott. Gott ist mit uns. Ja, ja. Okay, gut. Können wir hier auch? Nö. Use. Ein Key. Hey. Natürlich habe ich jetzt schon ein bisschen angespielt, damit wir. Der Anfang, der war schon schwierig rauszufinden, wo man überhaupt hin muss, deswegen. Ich kann schwören, das war letztes Mal nicht da. Okay, genau. Wir haben jetzt den Schlüssel, um da oben reinzukommen, aber ich sammle erstmal kurz noch den zweiten Schlüssel. Ich hätte irgendwas von Büchern gedacht, ne? Day of the Witches. Ein Hexenjäger? Wer weiß. Oh. Ah, moin Sir, sind Sie tatsächlich ein Hexenjäger? You started losing the influence because people want to see witches. You should offer them witches. In one way or another. Okay, die sind also sehr auf Hexen ausgelegt. Gut. Und das sind alle Hexen, die sie opfern wollen. Ursula. Ursula ist natürlich auch so ein typischer Hexenname. Ein Schlüssel. Wunderbar. Gut, dann lass uns mal wieder rausgehen. Ab hier weiß ich sogar kaum noch was. Oh, ein Kind. Hey. So, ihr müsst drin. Lass mich los. Hallo. Lass mich los. Alter. Pfoten weg von mir. Also, ich bin zwar noch zu haben, aber nicht so. Danke. Goodbye. Ja, unhöflich. Gut, dann lass uns mal hochgehen. Ich habe die Sounds natürlich jetzt viel leiser, deswegen kann ich die Atmosphäre nicht ganz so aufnehmen.
Aber ich will ja auch, dass ihr auch so im Groben was hört und nicht so laut wie letztes Mal. Da konnte man mich ja überhaupt nicht mehr verstehen. Gut, erste Tür aufgemacht. Das Geräusch war letztes Mal nicht da. Zweite Tür aufgemacht. Ah, hey, hallo. Hi. Ah. Guckt mich an und verschwindet. Auch nett. So, und ab diesem Raum weiß ich nicht mehr, was passiert. Okay. Gut, hier ist noch eine Tür. Ich wette, dafür brauchen wir auch Sachen sind nicht oft Sachen, die man sieht. Oder irgendwie so. Das läuft ja lustig. Hängt das Sofa auf dem Kopf? Really? Gut, nehmen wir. Gib mir den. Ich sag mal nichts dazu. Ach, es ist alles von der Decke gefallen. Oh. Okay, gut. Wieso nicht? Dann öffnen wir mal die Tür. Ich bin wieder vorhin hochgekommen. Oder nicht? Naja. Oh, es geht in den Kerker. Eieiei. Ich will nicht. Ich höre jemanden, aber ich sehe keinen. Oh, Junge. Das ist scary. Das ist hier ein Gang. Okay. Hallo? Sorry. Alter. Das ist gutes Zeug. Das ist sehr gutes Zeug. Boah. Ich habe erwartet, dass da jetzt was kommt, aber nicht sowas. Oh, Alter. Wir machen definitiv weiter. Weiter in die Tiefe dieses Kellers. Ich will mich nicht erschrecken, aber... Oh, Alter, Mann, ey, kann das mal aufhören? Ich höre jemanden weinen im Folterstuhl. Werftechnik der Flashlight. Also die haben Frauen eingesperrt und gefesselt und gefoltert, weil sie sich selbst als Hexen sehen sollen. Oh mein Gott. Geht's ihnen gut? Ja, ich kann's verstehen, Alter. Tut mir leid, ich muss aber weiter. Ich will ja nicht runter, Leute. What the heck is going on here? Okay. Das Block fand something to cut the chain. Was zur Hölle? Offering? Oh mein Gott. Noch irgendwas, um die Dings durchzukappen? Oh! Gut, haben wir was gefunden. Aber eine Schere, die Ketten durchschneiden kann? Hey, ich habe das Gefühl, dass sie gleich irgendwie. Gott. Das kann man verstehen, wenn ihr gerade so gefoltert werdet und sie sagen, ja, ihr seid aber eine Hexe und ihr wollt nicht. Tag auch.
Ihr greift mich nicht an, ne? Hoffen wir's mal. Soll ich das mitnehmen? Ich glaube schon. Oh mein Gott, nein, ich gehe hier sofort raus. Bitte lass mich. Ach du Scheiße. Junge, das Spiel. Was soll ich damit machen? Geil, ich habe das Spiel verbuggt. Gut, jetzt werde ich es nicht durch die Tür buggen lassen. Ich meine, ich muss das nämlich hier hinlegen. Da. Ah. Okay. Was ist hier? Okay, ist doch was locked. Gut, was haben wir denn? Moin. Und schon kriege ich wieder ganze Haut. Wie ist die hier hingekommen? Okay, gut. Ist ja gut. Was genau suche ich hier? Was ist meine Mission? Gleich auf den Tisch? Nein. Einen Schlüssel müssen wir wahrscheinlich suchen. Ich denke mal wieder einen Schlüssel. Grab. Aha. Ein Lüftungsschacht. Ah. Okay, gut. Hallo? Jemand drin hier? Nein, ich bin nicht hier drin. Haben Sie auch zu fragen. Hey. Lass mich aufstehen. Gut. Anscheinend sind wir in der Postfiliale gelandet. Oder Papierdruckerie, keine Ahnung. Hallo? Das kommt mir doch wie ein falsches Spiel hier vor. Oh, es geht raus. Finally, the witches showed up. And for the sins they committed, they would have to burn. Und die haben die Hexen verbrannt. Ach du, ist das halt ein großes Haus? Wow. Die haben hier die Hexen verbrannt anscheinend. Ach du Scheiße. Also Feuer an offenen Plätzen ist natürlich nicht so gesund, ne? Was hat der hier liegen? Ich sehe mal rein. Ah, wieder was zu lesen. Oh, halt auf, ah, hier kann da, jetzt pack the codes, cover the sky, of course, it's the sand. Irgendwas mit Stephanie. Stephanie hat... Was? Ah. Day of the Witches. Okay, und jetzt... Was stand da? He came to us. We accepted his pact. Er kam zu uns? Müssen wir uns einfach verbrennen, einfach ins Feuer stellen? Ah, okay, wir können nicht brennen. Frage beantwortet. Oh ja, da geht's weiter. Muss ich rennen? Safe. Safe vorher. Wir verfolgen uns die Quills! Alter, ist das wie hässlich! Hi! You're dead. Sei ehrlich, ich muss wieder ganz von vorne anfangen. Sie verfolgt mich nicht. Auch eine Möglichkeit, das Game auszutricksen. Auf jeden Fall war sie sehr, sehr hässlich. We were in total agony. The only thing we wanted was death. But in the end, the devil took advantage of man's weaknesses, transforming them into power. Die Schwächen in Stärken umwandeln.
Schwächen und Stärken. Muss ich hier irgendwas tun? Okay, jetzt wieder dieses Symbol. Müssen wir irgendwas opfern wieder? Da müssen wir es nur schwer genug machen. Pro Zoom. Müssen wir jetzt einfach hier drauf? Ist das eine Pressure Plate? Mal schauen. Ist das meine Sache, die ich machen möchte? Muss ich mir eine Treppe bauen? Könnte sein. Biel, das. Alter, wenn es die Vollversion gibt, möchte ich die auf jeden Fall auch spielen. Ja, komm, lass mich drauf. Kurz. Aha. Knack, knack. Wieso geht nur eine Hälfte auf? Ich frag dir mal nicht, ich geh einfach durch. Oh. Wir haben also ein geheimes Schloss im Garten. Ach, schön. Was? Hier waren wir doch schon mal. Bevor wir zurückgesetzt wurden. Doors locked. Hä? Okay. Das ist sowas von weird. So sieht das Ding aus, als wenn es zerbricht. Sieht doch ziemlich instabil aus, oder nicht? Also ich sehe den ganzen Raumwechsel hier. Something is missing here. Der Stuhl? Door is locked. Die Tür geht auf, okay. Die ist auch locked. Okay, gut, das heißt, wir müssen da durch. Das ist alles Chapter 1. Was fehlt denn? Herr Buddies, ich komme hier so nicht. Ah, ein Schlüssel. Okay, gut, das heißt, wir müssen jetzt durch verschiedene Räume hüpfen. Auch gut. Sehr für dich. Standuhr. Weißt du nicht, was fehlt? Ah, Notenblatt. Na, guck mal an. Direkt richtig getippt. Das ist schön. Silence. Tür ist aufgegangen. Unser Propeller! Hi, ich hab dich schon vermisst. Warte, wir sind wieder hier? Wir sind wieder am Anfang. Klar, Albträume, das war alles nur ein Albtraum. Kann ich hinlegen? Muss ich schlafen? Oder was heißt, was ist meine Mission? Ach, der Schlüssel für die letzte Tür? Nein. Warte mal, die eine Tür war doch locked, ne? Seine heißen, seine Frau ist wirklich verstorben. Die Tür, wo wir am Anfang durch wollten, aber nicht durch konnten. Was verbirgt sich dahinter? Bei Venet Sinistria. Warte, wir sind in der Stadt. This place was once called the town of silence and peace. Der Baum. Now it is the house of the devil. Jetzt ist es das Haus des Teufels. Und dieser Baum aus dem Startbildschirm. Ich hoffe, mein PC kommt in den ganzen Nebel klar. Sorry, was es jetzt laggt. Ach du Scheiße. Ah, es ist so ein schönes Game bis jetzt. Oh. Da kam ein komischer Krieg auf mich. Thank you for playing. Full game will be released soon. Stay tuned to find out when the game will be released. Oh, ich habe zu danken. Für die kurzen Schreckmomente. Aber auch für diese wunderschöne Story. Also. 1A. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zur nächsten Folge.